Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal eine vegane asiatische Sahnepfanne machen und was wir dazu benötigen, zeige ich euch jetzt ganz kurz. Und zwar brauchen wir Kaviol, Tomaten, Butter, Spinat, Granatapfel, Sojasahne, Pfeffer, Salz, Leimsamen gemischt mit Sesamsamen. Wie die Teile jetzt heißen, weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht ganz genau. Das ist eine Süßkartoffel, Zucchini, Pilze und Sojasauce. Ich persönlich diese Süßkartoffel mittlerweile echt sehr lieb gewonnen habe, weil sie einfach eine Alternative ist zur normalen Kartoffel. Vor allem hat sie einen Vorteil, man kann das Teil einfach roh knabbern. Und vom Geschmack her ist das Ganze fast ein bisschen ähnlich wie eine Karotte, aber trotzdem hat sie einen leichten kartoffelhaften Geschmack. Und das weiß ich ehrlich gesagt sehr zu schätzen, denn es ist einfach ein Produkt, das spitzenmäßig ist, meiner Meinung nach. Als nächstes schneiden wir den Brokkoli-Kaviol, ich weiß es nicht, ich verwechsel die Teile immer. Und von daher, entschuldigt, wenn ich das verwechsel, denn ich habe da einfach eine Schwäche, es tut mir leid. Da schneiden wir natürlich auch schön klein das Ganze. Was ich für dieses Gericht definitiv verwenden möchte und was ich einfach jedem nahelege, sind die Leim- und Sesamsamen. Zucchini nicht vergessen, mein Favorite. Ich hau mittlerweile fast überall Zucchini rein. Meine Frau übrigens, die kann keine Zucchini essen, die wird da immer total geschwollen, also wenn ihr Allergie gegen Zucchini habt, dann lasst es auf alle Fälle mal weg. Das ist dann nicht gerade die beste Idee. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Teile, die viertel ich einfach quasi und der Spinat, da verwende ich allerdings wieder Trick 17 und werde das mit der Schere schön reinschnippeln. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Pfanne soweit ready und braten das Ganze an. Als erstes kommt der Butter rein und die Zwiebel. So wie die Sachen, die alle ein bisschen länger brauchen. Das heißt, unter anderem die ganzen Kartoffelchen, sprich Süßkartoffelchen. Das Ganze würzen wir natürlich mit Salz, Pfeffer und etwas Sojasauce und rühren es um. Das Ganze ist nun schön angebraten und jetzt schneiden wir den Spinat rein. Ist ja übrigens einer meiner Favorite Sachen, das ganze Spinatzeug. Ich mag das wirklich extremst gern. Und geben die vegane Sahne rein. Mit einem dicken Wasser, selbstverständlich. Und rühren das Ganze durch und lassen es schön einkochen. So, das Ganze ist jetzt schön eingekocht und ich würde sagen, wir richten es mal schön an. Ist natürlich jetzt wirklich eine Sache, wo man jetzt sagen könnte, man macht Reis dazu. Das Ding ist nur, ich persönlich will ja jetzt wirklich ein bisschen auf meine Figur achten. Von daher mache ich keinen Reis dazu. Das Ganze ist natürlich mega einfach und nicht zu aufwendig und ja, wenn ihr Bock habt, das mal nachzuprobieren,
Probiert es nach. Schreibt es mir unten in die Kommentare, wie es euch gelungen ist. Ich bin dann hiermit raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Ciao.